Schaufenster Fischereihafen. Die können die übrigens auch ganz exklusiv bei uns in der Touristinfo für eure eigene Gruppe. Anfänglich fing die Fischwirtschaft an der Geste statt. Doch dann lösten die Fischdampfer die Fischkutter ab und es wurde zu eng. Dann entstand hier der Fischereihafen. Von 1891 bis 1896 wurde der Fischereihafen 1 gebaut. Der war damals noch tideabhängig und somit abhängig von den wechselnden Wasserständen. Wenn die Fischer Landgang hatten, nutzten sie das 1913 gebaute Seemannshain, was man da vorne sieht und eingerüstet ist, für ein ausgiebiges Bad. Das war auch nötig, denn der Fischgeruch hing in Poren und Kleidung. Die Taschen voller Geld ließen sie sich im nahegelegenen Geestemünde neu einkleiden, bevor sie dann hier in der Gaststätte Rosengarten, die hier früher stand, sich vergnügten. Wir stehen vor dem Verwaltungsgebäude der Nordsee. 17 Millionen Gäste kann die Nordsee an über 370 Standorten weltweit verzeichnen, wenn das kein Garant für Geschmack ist. Die Eiswerke Bremerhaven haben heute einen neuen Standort, aber hier sehen wir noch den Förderrüssel, mit dem früher das Eis auf die Schiffe gebracht wurde, um den Fang frisch zu halten. Geschichten von Seefahrt, Land und Leuten kann euch Kapitän Rhein Gerdes erzählen, wenn er euch an Bord seiner Barkasse Dorsch mitnimmt zur Hafenrundfahrt. Dieser Platz hier war früher ein Helgen, also ein Ort, an dem Schiffe gebaut oder repariert werden konnten. Die Winde, die nötig war, um die Schiffe an Land zu ziehen, stand hier auf dem Platz, wo heute der Stern ist. Wir stehen vor der berühmten Fischräucherei Franke. Herbert Franke war großer Werder-Fan, wie ihr unschwer am Schornstein erkennen könnt. Schade, dass ihr nichts riechen könnt. Hier bei Räucherei Franke duftet es herrlich nach frisch geräuchertem Fisch. In den Altonaer Öfen wird noch traditionell mit Buchenholz geräuchert. Solche Elektrokarren fuhren früher in den Fischhallen. Werder-Fan Herbert Franke ist damit zu einem Spiel nach Bremen gefahren und hat mit der rasenden Geschwindigkeit von 6 Stundenkilometern dafür 11 Stunden gebraucht. Großer Visionär des Schaufensters Fischereihafen ist die Familie Fiedler, die hier mehrere Restaurants und Läden betreibt und für viele Arbeitsplätze sorgt. Krons Eck, seit Urzeiten ein Treffpunkt für Seeleute, Einheimische und Gäste. Früher hatte die Gaststätte 23 Stunden täglich geöffnet. Krabben, wer liebt sie nicht? Wenn die Steinböck von ihrem Fang zurückkommen, könnt ihr die fangfrischen Krabben gegenüber am Häuschen kaufen. Der Seitenfänger Gera ist mit einer Vater- und Sohnanlage ausgestattet. Der 1000 PS starke Motor sorgte für die Fahrt und 500 PS sorgten fürs Netzeinholen und unterstützten die Männer bei ihrer Arbeit. Die Hansa, ein früherer Schlepper aus Rostock, wurde aufwendig von der BBU restauriert und dient heute als Restaurantschiff. Sie kann auch für Turns geschartert werden. Bremerhaven ist bedeutender Forschungsstandort. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt kümmert sich um den Schutz maritimer Infrastruktur. Das Graue dort hinten ist das Thüneninstitut. Dort dreht sich alles um Fischereiökologie und den Erhalt unserer Meere und Fischbestände. Dort hinten seht ihr die Walter Herwig 3. Sie ist das größte der drei deutschen Fischereiforschungsschiffe. Gegenüber befand sich früher die Kohlenpier, wo die Schiffe vor Fahrtbeginn die Kohlen an Bord nahmen. Das war's für heute. Marlene und ich hoffen, dass euch die Tour durch das Schaufenster Fischereihafen gefallen hat. Denkt dran, ihr könnt sie ganz exklusiv bei uns in der Touristinfo buchen. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.